Servus und willkommen zu dieser Pilzsammelaktion. Wir waren schon ein paar Mal unterwegs und diesmal wollen wir euch mitnehmen. Wir suchen Maronen, Steinpilze, krause Klucken und Pfefferlinge. Ob wir was finden, schauen wir mal das Gebiet. Ja, okay. Und schon was gefunden. Noch nicht mal das Intro fertig. Eine Marone. Hier hat uns jetzt einer entgegengelurrt, allerdings können wir den nicht identifizieren und deswegen lassen wir den einfach stehen, also er wäre gut. Ich kann aber nicht beurteilen, ob er halt essbar ist oder nicht genießbar. Deswegen lassen wir den einfach stehen und der nächste kann sich freuen, falls er es weiß und er essbar ist. Da hat sich mir richtig schön entgegengestreckt hier. Das ist wieder eine Marone. Die Frage ist, kann ich den rausdrehen oder muss ich den rausschneiden? Probier's mal mit drehen. Ja, der hat sich schon rausziehen lassen. Ja, und wenn ich hier drauf drücke, erkennt man auch gleich wieder, dass er blau wird. Manu hat hier eine Marone gefunden. Da wurde der komplette Kopf, das Braune, abgezupft, abgenagt, wie auch immer. Aber den lassen wir stehen. Gleich hier an diesem Platz, hier unten, ist eine Marone. Und hier schaut so aus, als wären da Pfefferlinge. Hier eine Marone. Ein Stück weiter, schauen wir mal. Okay, nee, hab mich getäuscht. War nur leicht gelbliche Blätter. So, Manu hat was gefunden. Ein Birkenpilz. Schön im Stiel. Und in dem Abschnitt hinter mir haben wir schon ganz viele Maronen gefunden, vor ein paar Wochen schon. Und krause Klucken. Und deswegen werden wir hier jetzt nochmal auf die Suche gehen. Vielleicht ist ja einiges nachgewachsen. Schauen wir mal. Und bei diesen kleinen Dingern hier bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist so eine Art Korallenpilz. Sieht zwar giftig aus, ist er glaube ich nicht, aber er ist auch nicht appetitlich. Ich kann falsch liegen, verlasst euch da bitte nicht auf meine Aussagen. Ist nur das, was ich irgendwie so halbwissend im Kopf habe. Hier haben wir wieder eine richtig schöne Krone. Und Manu ist im Hype. Die rennt die ganze Zeit schon links und rechts. Und findet eine nach der anderen. Ich guck auch schon wieder. Ich will mehr! Oh nein, schade. Guten Hunger, liebe Dingsbumse. Hier haben wir den nächsten. Die nächste Marone. Und ich habe dann das Umfeld gescannt. Und genau an diesem Baum da, unten dran, sieht man wahrscheinlich im Video nicht, ist, glaube ich, auch einer. Da wächst zwar was, ich kann da mal nicht sagen, ob es eine Marone ist. Ich glaube aber schon. Ja. So, ich schneide die auch immer gleich auf. Oder wir schneiden die gleich immer auf. Und schauen, ob die wurmig sind. Der hier zum Beispiel ist einwandfrei, da ist nichts drin. Unten im Stiel war ein bisschen, den habe ich weggeschnitten. Oben perfekt. So, dann laufen wir mal zum anderen Objekt der Begierde, was ich da gesehen habe. Und gleich hier, der ist schon gut angenagt, den lasse ich stehen. Keine Ahnung, wo Manu ist. Aber irgendwo ist Manu in den Weiten des Waldes verschwunden. Shorty?
Ich habe ein ganz leises Hier gehört. Und hier ist gleich die nächste Marone. So, ich habe Manu wieder gefunden. Sie hat mir den Live-Standort gegeben. Hier ist eine krause Glucke. Ja, sieht so halb fresh aus. Hier ist schon dunkel, das macht normal nichts. Das kann man dann wegschneiden. Aber ich bin mir sicher, wir werden eventuell noch eine finden. Ansonsten wissen wir den Standort, weil wir kennen uns ein bisschen aus in dem Wald hier. So, Manu hat eine Stinkmorchel gefunden. Und eine Marone. Auf deiner Seite vom Baum. Auf meiner Seite vom Baum. Das ist eine Stinkmorchel. Boah, wenn man da hingeht, das riecht auch richtig. Man merkt das richtig, wenn man hier atmet. Also, wenn es im Wald mal stinkt, ist es die Stinkmorchel. Wo ist die? Ich bin blind. Ah, da am Baum. Manu sieht so viel mehr als ich. Hier stinkt es immer noch nach dieser Morchel. Und da steht auch einer da drin. Also einmal hier und einmal da, wo Manu ist. Sagst du? So klein. Ja, nee. Und so wurmig. Dann bleibt es da als Futter für dich. Aber ich will jetzt Steinpilze. Bisher. Haben wir einen? Ich weiß nicht, ich nicht. Ich auch nicht. Welche Richtung musst du schauen? In die Richtung dahinter? Da waren wir noch gar nicht. Ich bin gerade so leicht schräg hier runtergegangen. Wir gehen jetzt wieder in die Richtung. Okay. Aber ich wollte hier noch hin, weil hier war es letzte Mal. Können wir noch hier so und dann hier so. Ja, hier wächst was. Aber der ist schon gut angefressen. Klopf ihn an, man kann es wegschneiden, das ist egal. Ja, der ist noch richtig schön hart. Der ist gut, der ist nicht so weich. Boah, der ist von unten kein bisschen, der ist perfekt. So einen habe ich noch nie gesehen. Nicht angefressen, keine Druckstellen, nix. Ja, der ist auch fest. Der knackst auch richtig. Und auch von unten auch wieder richtig schön. Jetzt müssen wir nur noch dann den Stiel aufschneiden und schauen, ob er verwurmt ist oder nicht. Aber der erste Eindruck ist sehr gut. Hier haben wir jetzt einen Pilz gefunden, von dem wir nicht wissen, was er ist. Hier ist unten so eine kleine Umrandung. Wenn ich das mal wegmache hier. Rundlicher Kopf und ziemlich dicker Stiel. Und wir können nicht sagen, was es ist, deswegen lassen wir den auch stehen. Und im Zweifelsfall, wenn ihr Pilze sammelt und nicht wisst, lasst ihn stehen, esst ihn nicht. Nicht, dass ihr irgendwie eine Vergiftung drauf geht oder sonst was. Ich decke ihn aber wieder zu. Vielleicht ist es ja was Gutes, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, können wir noch was lernen. Manu hat einen Steinpilz gefunden, ich glaube unser erster jetzt. Also ich hoffe, dass ich nicht wieder ein Geil war, dann erst wir sehen, vielleicht wenn ich ihn raushole. Aber oh, das ist keiner. So. Bin mir nicht sicher gerade. Magst du mal so? Ablecken. Ja. Riechen tut er zumindest gut, aber riechen das oder Netz angenehm? Ist mir zu dunkel. Ich glaube, das ist nix. Nee, das Netz ist zu dunkel, das ist ein geiler Röhrling. Dann schneid das raus. Okay, wenn es ein geiler Röhrling halt, ist. Halt, warte, dann. Jetzt ist es, weil hier ist noch mal einer. Und das ist ja eigentlich ein. Ach, aber warum gehen da die Köpfe die ganze Zeit so ab? Da würde ich sagen, dass das Netz weiß ist, oder? Das ist der andere. Die sehen von unten gleich aus. Ja, aber der geiler Röhrling sieht auch so aus. Aber der Gallenrolling ist eigentlich nicht dick vom Stiel her. Wir nehmen die jetzt mit und lassen sie vom Papa bestimmen. So, was haben wir da? Also ich glaube, dass das ein Hexenrolling ist. Und wenn man den... Oh, der ist unten voll zusammengefressen. Ja, der wird gleich blau, es ist ja. Einer, das ist ein Hexenrolling. Ist ein super Speisepilz. Aber ich habe ihn noch nie gegessen. Wir nehmen den mit. Okay, krass, muss ich mir merken. Ja. Und der ist so komplett rötlich, auch, also der Stiel ist komplett rötlich, aber er hat auch einen Doppelgänger. Aber der Doppelgänger verfärbt sich nicht so schnell. Mhm. Geil. Ja, der war ja nach 2-3 Sekunden blau. Die wachsen normalerweise auch eher im Rudel. Mach die Augen auf. Boah, schaut mal. Ein Riesensteinpilz. Der ist auch richtig hart. Und ich kann den nicht mal heben. So, wir sind fertig mit unserer Tour. Wir waren 3-3,5 Stunden unterwegs.
Unsere Ausbeute ist das hier. Wir haben Steinpilze, Birkenpilz, Maronen, welche, wo wir es nicht wissen, Hexenröhrlinge. Die krause Klucken haben wir nicht mitgenommen, aber da haben wir ein paar gefunden. Ja gut, natürlich sind die auch schon ein bisschen sauber gemacht und geschnitten und so weiter, ein paar halt nicht. Ja, also wir sind zufrieden, können immer mehr sein. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht, dabei zu sein. Vielleicht konnten wir ein bisschen was vermitteln, auch wenn wir nicht ganz so erfahren sind. Und eine Fliegeviech belästigt uns gerade. In dem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal.